Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anbindung von VRS vorstellen. Mit dieser Anbindung kann man im gesamten öffentlichen Nahverkehr im VRS-Verbundgebiet nach Verbindungen suchen und natürlich auch die entsprechenden Tickets kaufen mit einer mobilen Anbindung. Dafür ist es hier im ersten Reiter direkt möglich, erstmal zu wählen, von wo nach wo man denn fahren möchte, wie man fahren möchte. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man natürlich über bestimmte Haltestelle zum Beispiel fahren und darunter muss man natürlich noch die Zeit eingeben. Gehen wir jetzt aber einfach mal auf Suchen und schauen, ob es eine Verbindung gibt. Und es wurden hier auch einige gefunden, zu unterschiedlichen Zeiten natürlich. Und wenn man darüber nähere Informationen haben möchte, kann man dort auch einfach draufklicken und man bekommt dann diese Verbindung angezeigt. Mit der mobilen Anbindung Handy-Ticket ist es dann möglich, dieses Ticket auch von unterwegs zu kaufen. Da wird man dann entsprechend weitergeleitet und kann letztendlich diesen Kauf von unterwegs vornehmen und muss sich so nicht am Automaten anstellen, wie es ja sonst die meisten anderen Leute machen. Auch auf der Startseite gibt es nochmal ein paar Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel fahren mit Zuschlag, Ankunft, Abfahrt kann man was einstellen. Natürlich kann man die Zeit auch ganz genau einstellen. Aber wir gehen mal in den nächsten Reiter, der nennt sich Jetzt. Und hier ist es möglich, sich per GPS orten zu lassen und dann letztendlich hier in der Liste oder auch in der Karte die nächsten Haltestellen zu finden. Das finde ich persönlich ziemlich praktisch, wenn man ein iPhone hat. Ich habe ja derzeit nur den iPod hier, aber wenn man ein iPhone hat, in einer fremden Stadt unterwegs und dann damit die nächste Haltestelle finden kann, dann finde ich das wirklich ziemlich egal und dann finde ich das auf jeden Fall ziemlich genial und auch ziemlich modern, dass es heute so einfach möglich ist. In der Mitte gibt es dann noch den typischen Linienplan, falls man gerade kein GPS hat oder eine bestimmte Verbindung sucht, die man sich jetzt hier durch die Suchfunktion nicht ganz so erschließen kann, gibt es hier einen Plan angezeigt, der ist natürlich ziemlich groß auch, aber da kann man sich ein bisschen informieren. Das ist hier der Schnellverkehrsplan vom NVR. Es gibt dann im nächsten Reiter die einzelnen Favoriten, die man sich hinzufügen kann. Das ist natürlich insoweit praktisch, weil man immer in jeder Woche die gleichen drei verschiedenen Verbindungen fährt. Muss man nicht immer unterschiedlich die Suchfunktion eingeben, sondern kann sich das hier einfach in den Favoriten abspeichern und hat dann die Möglichkeit, direkt darauf zurückzugreifen und dann letztendlich die Informationen zur nächsten Fahrt einzusehen. Im Reiter mehr gibt es dann noch Informationen über VRS. Es gibt ein Impressum, News, Einstellungsmöglichkeiten und Home-Symbole sind ebenfalls hier mit dabei. Da können wir auch nochmal draufklicken. Hier bei den Einstellungen kann man zum Beispiel Benachrichtigungen aktivieren. Und hier bei den Home-Symbolen ist es dann möglich, unterschiedliche Dinge zu den Favoriten hinzuzufügen. Das schließen wir jetzt aber einfach mal, gehen wir nochmal wieder auf die Startseite und kommen auch schon zum Fazit. Die mobile Anbindung ist auf jeden Fall ziemlich gut, falls ihr mit VRS öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt. Ihr könnt einfach das einzelne Ticket finden, ihr könnt es kaufen mit der Handy-Ticket-Anwendung, die man zwar noch zusätzlich herunterladen muss, die aber in der Nutzung bis auf den Fahrkartenpreis auch kostenlos ist. Das war's aber von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.